So, meine Lieben, Teil 2. Dieses Mal machen wir einen kleinen, feinen Glitzerverlauf. Ich mache als erstes mal so einfache Muster, damit man die auch relativ leicht nachmachen kann. Einen schönen Farbverlauf kriegt man mit Gel ja nicht wirklich berauschend hin. Deshalb mache ich es auf meine Art und Weise. Hierfür nehmen wir ein Silberglitzergel, weil Silber ist einfach meine Lieblingsfarbe. Ja? Und wieder ein flüssiges Cleargel, mein Zeichengel. Beides, wie gesagt, auch im Shop erhältlich. Und wenn ihr irgendwelche Wünsche, Anregungen, Beschwerden habt, könnt ihr mir auch gerne eine E-Mail schreiben. Unter office@nailbox.cc, das ist auch meine Homepage, www.nailbox.cc. So, ganz wenig Cleargel auf das Pinselchen aufnehmen, gleichmäßig verteilen am Nagel. Das ist unser zuvor erstellter Schablonennagel. So, jetzt brauchen wir unser Glitzergel und unser Spotty. Großes Kugi, Spotty, großes Kugi. Gel nehmen. Material auftragen. Das kann ruhig ein bisschen mehr sein. Es ist so ähnlich wie die Flammen, die ich euch im anderen Video gezeigt habe. Mit dem Unterschied, dass es hier gerade nach oben gezogen wird, damit man so einen Verlauf sieht. So, ich bemühe mich, dass man das gut sieht in der Kamera. Mit ein bisschen Druck, aber nicht so viel, der nach oben hin. Also wenn ich, hier habe ich noch viel Druck und dann gebe ich den Pinsel ein bisschen nach oben, dass es weniger Druck ist. Mit Glitzergel geht sowas am besten. Mit einem Nicht-Glitzergel geht es nicht wirklich gut. So, ist halbwegs verlaufen. So, Schnupsi kommt in die Lampe. Ist ein ganz einfaches Design, für jeden nachzumachen. Man braucht nur ein Glitzergel, was halbwegs okay ist. Das heißt, ein Glitzergel mit feinen Glitzerpartikeln. Mit feinen Glitzerpartikeln, welches auch in der Farbe, in dem die Glitzerpartikel sind, eingelegt ist. Weil die meisten Glitzergele sind in klarem Glitzergel eingelegt. Und dann hat man die Glitzerpartikel wild verstreut am Nagel. Das ist nicht so schön. So einen schönen Silberregen, wie ich immer sage, kriegt man am besten mit feinem Glitzergel hin, welcher in einem passenden Farbe eingefärbt ist. Pinsel. Weg, Spotty, weg, Gel zumachen, weiche wieder mit Highgloss versiegeln. Ja, ihr könnt mich auch auf Facebook besuchen. Meine Facebook-Seite ist Pippis Nailbox, ohne Akkustroph zusammengeschrieben, Pippis Nailbox. Würde mich sehr freuen. Und wenn ihr etwas wissen wollt, zögert nicht, mich anzuschreiben unter office@nailbox.cc. Auch das ist, wenn es wahr ist, jetzt eingeblendet. Wir nehmen Schnupsi vorzeitig aus der Lampe raus. Normalerweise ist es wichtig, dass es ausgehärtet ist. Jetzt nur mehr das Highgloss drauf. Lampe angekommen und nochmal in die Lampe. Ich werde jetzt gleich meinen Hund erschlagen gehen. Und so wie das einmal in der Lampe drin war, nach dem Highgloss sind wir auch schon fertig. Ich lasse es jetzt bei euch nur kurz anhärten.
im richtigen Leben ist es wichtig, wirklich die 2 Minuten einzuhalten, beziehungsweise 3 Minuten. Das steht aber auf den jeweiligen Quick Finish, High Gloss, wie auch immer die Sachen heißen, drauf, damit sie dann nicht matt werden. High Gloss im Winter mit Bedacht verwenden, weil dadurch, dass es so hart ist, springt es leicht und die Gele drunter ja doch ein bisschen flexibel sind. Ja. Mein Hund ist immer noch ein bisschen nervös. Gut. So, angehärtet. Notfalls noch rechts, links nachfällen, falls man noch irgendwas hat. Und ansonsten ist das mein Silberregen. Schnelle, einfache Nailart, leicht nachzumachen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und vielleicht könnt ihr mir ja schreiben, wie es euch gelungen ist. Danke, bis demnächst. Eure Bibi, tschüss.